Kriminalität. Oh. Hey, hey, hey. Aber warum hat er denn eine Axt dabei? Das weiß ich, das kann ich im Fitnessstudio nicht sagen. Armut. Essen, Kleidung für die Kinder, einfach alles sauber geworden. Und Perspektivlosigkeit. Dann sitze ich hier unten in der Raucherecke, warte, bis die Zeit vergeht. Brennpunkt Halle Neustadt. Ich treffe Menschen, die mir ihre bewegenden Geschichten erzählen und erlebe hautnah, wie gefährlich es hier schnell werden kann. Komm her. Weil, mach die Kamera auf. Ja. Er saß halt auch längere Zeit im Knast. Da merkt man halt, wie blank hier vielleicht manchmal auch die Nerven liegen. 7 Tage Deutschland. Mein Name ist Frederik Franzen und ich ziehe für eine Woche in die Platte in Halle Neustadt. Ich will wissen, wie ist es hier zu leben zwischen Leerstand und Armut. Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Hier liegt das Viertel Neustadt. Plattenbau in den 1960er Jahren in der DDR hochgezogen und mein Zuhause für die nächsten 7 Tage. Erster Tag meiner Reporterwoche. Vom Hauptbahnhof in Halle fahre ich mit der Straßenbahn nach Neustadt. Die Fahrt führt mich erstmal durch die Innenstadt. Ist tatsächlich mein erstes Mal in Halle überhaupt und fahre jetzt mit der Straßenbahn einfach mal durch die Innenstadt, um mal zu schauen. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich eine schöne historische Innenstadt. Direkt neben der Innenstadt liegt Halle Neustadt. Gefahr, hier Opfer eines Verbrechens zu werden, ist deutlich höher als im bundesweiten Vergleich. Laut Kriminalitätsstatistik liegt Halle auf Platz 7 der gefährlichsten Städte Deutschlands. Am Bahnsteig komme ich mit einer Anwohnerin aus Neustadt ins Gespräch. Wie würden Sie Halle beschreiben? Ja, es gibt Ecken und Kanten, sag ich mal, die kann man so nicht beschreiben. Es gibt halt Sachen wie die Kriminalität, das ist halt so extrem schlimm, das ist... Man traut sich nachts gar nicht raus. Ist das unsere Bahn hier, ne? Das ist die Bahn, genau. Maria Hesse lebt seit 14 Jahren in Halle Neustadt. Sie ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, nutzt diese aber nur tagsüber. Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich auch unwohl oder? Teilweise ja. Also teilweise fühle ich mich wirklich unwohl. Nachts, wie gesagt, rauszugehen ist nicht wirklich. Man guckt so, dass das mit der Arbeit passt, dass man nicht unbedingt irgendwo nachts noch raus muss oder dass man da in irgendwelche Streitigkeiten gerät. Ist das wirklich so? Ja. Brisant? Ja. Die 37-Jährige arbeitet in einer Reinigung. Hier wegzuziehen ist finanziell nicht machbar. Es ist teilweise günstig, wenn man so die anderen Städte anguckt mit den Mietpreisen, das ist Wahnsinn. Da kann man sich fast gar keine Wohnung leisten. Nach 30 Minuten Fahrt ist das Ziel erreicht. Jetzt bin ich hier in Neustadt angekommen. War schon mal eine sehr informative Fahrt mit der Dame, die mir da einiges erzählen konnte. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bild jetzt hier. Ich schaue mir jetzt erstmal an, wo ich die nächsten 7 Tage wohnen werde. Vorbei an verwahrlosten Gebäuden. Also hier, wenn ich mir das Haus angucke, hier sind mehr Fenster kaputt als intakt. Haus Nummer 43. Hier bin ich richtig. Guten Tag. Amir. Amir, grüß dich. Amir Sayari studiert in der Stadt und lebt seit 4 Monaten in dieser Einzimmerwohnung. Zugegeben, ich hätte es schlechter treffen können und bin mit der Wohnung ganz zufrieden. Darf ich dich fragen, was du für die Wohnung bezahlst? Ja, gerne. Für monatlich bezahle ich etwas kalte Miete, 350. Mit Strom, Heizung, Internet ist das auf 450 Euro pro Monat. Das ist schon günstig. Ja. Ja. Dankeschön. Tschüss. 7 Tage, mein Reich. Was sagst du? Bin gespannt, was auf mich zukommt. Aber es ist eine doch gemütliche Wohnung und ich glaube, hier kann ich es gut aushalten. Die Woche wird für mich noch sehr ereignisreich werden. Der nächste Tag. In meinem Plattenbau wohnen rund 170 Menschen auf 10 Etagen. Draußen vor der Tür treffe ich Nachbarn. Sie wohnen auch hier im Haus? Ja. Welche Etage, wenn ich fragen darf? Auch die 6. 6. Etage? 6. Etage.
Enrico Peek wohnt seit 25 Jahren in der Neustadt. Der 66-Jährige ist Rentner und schon lange krank. Hirnblutung, Schlaganfall und Herzinfarkt hat er schon hinter sich. Wie ist denn so Ihr Tagesablauf hier? Früh kommt der Pflegedienst, dann drehe ich meine Runde einkaufen gehen und sowas. Dann sitze ich hier unten in der Raucherecke. Warte, bis die Zeit vergeht. Ist das für Sie auch schön, hier zu leben in Halle Neustadt? Ich denke da nicht drüber nach, ich bin es gewohnt. Ich kenn ja nichts anderes mehr. Sie wollen mir was zeigen? Enrico Peek nimmt mich mit und will mir seine Wohnung zeigen. Auf knapp 25 Quadratmetern spielt sich sein Leben ab. Ja, danke, dass Sie mich mal mit in Ihre Wohnung nehmen hier. Der 66-Jährige hat sich so gut es geht eingerichtet. Was machen Sie den ganzen Tag? Computerspielen. Was machen Sie für Spiele? Ja, das ist mein Garten hier, Almpflanzen, Ernten und sowas. Die Miete von 250 Euro übernimmt das Sozialamt. Knapp 600 Euro hat Enrico Peek im Monat zum Leben. Er hätte gerne eine größere Wohnung, doch das ist finanziell nicht drin. Zweiraumwohnung kriege ich nicht für den Preis. Aber eine Zweiraumwohnung wäre schon für Sie ganz gut eigentlich, ne? Weil es ist ja auch eng alles hier. Ne? Alles, ich weiß manchmal gar nicht. Müssen Sie mal sehen, wenn ich Rente kriege, ja? Wenn die Rente drauf ist, ich gehe einkaufen, stelle den Beutel hin, gehe einkaufen, stelle den Beutel hin. Das ist alles vollgestellt. Da kommt früher der Pflegedienst, oh, was ist denn hier los? Ich sage, ich brauche ein bisschen einkaufen. Ja, der Platz fehlt, ne? Ja, das ist wirklich Platzproblem, ist das hier. Ja, dann sind wir mal gespannt. Sein größtes Problem aktuell ist aber die Decke über der Küchenzeile und im Bad. Hier hatte er vor 2 Wochen einen Wasserschaden. Ja. Das sollte tatsächlich schnell gemacht werden. Ja. Von der Vermietung wurde sich noch nicht darum gekümmert. Fühlen Sie sich da so ein bisschen im Stich gelassen oder wie ist das? Ehrlich gesagt, ja. Was wünschen Sie für die Zukunft, für sich? Dass es mir erstmal gesundheitlich besser geht oder dass ich wieder richtig laufen kann ohne Rollator, das wäre natürlich super. Eine Wohnung, die in Ordnung ist. Die normalen Wünsche halt. Rund 44.000 Menschen leben in Halle Neustadt. Davon beziehen 11.746 Sozialleistungen. Rund 54% der Kinder unter 15 sind arm oder armutsgefährdet. Ich starte dem Sozialkaufhaus in Halle Neustadt einen Besuch ab. Hier gibt es viel für wenig Geld. Spenden werden zu einem kleinen Preis weiterverkauft. Hallo, Frederik Franzen von Stern.TV. Nadine Hallo. Röder. Nadine Röder arbeitet seit 10 Monaten im Sozialkaufhaus und weiß, warum viele Kunden hierher kommen. Was sind das für Kunden, die hier zu Ihnen kommen? Es kommt alles. Es ist von der alten Generation bis ganz jung. Auch ausländische Mitbürger, klar. Von jedem was dabei. Was kaufen die Leute hier bei Ihnen vor allen Dingen? Was sind so die Sachen, die am meisten weggehen? Möbel. Das sind echte Möbel. Okay. Küchen hauptsächlich, weil sie halt günstiger sind. Betten, Kleiderschränke. Vor allem Möbel sind neu, für viele nicht mehr zu bezahlen. Schränke und Betten verkauft Nadine Röder so gut wie täglich. Günther Wagner und seine Frau Marion sind fast jeden Tag hier. Das Ehepaar wohnt seit 40 Jahren in Neustadt. Sie und Ihre Frau, warum kommen Sie hierher ins Sozialkaufhaus? Wieso wollen wir hierher kommen? Wir suchen mal so, wir gucken mal rein, was hier besonders geht. Da bin ich groß kein Einsprecher. Wir sind Rentner alle beide. Katrin Eisenbart ist mit ihrer Tochter Josephine gekommen. Die 37-Jährige sucht für ihren Sohn Inlineskates. Aktuell lebt sie von Bürgergeld. Sparen muss sie an jeder Ecke. Es fängt schon beim Essen an. Essen, Kleidung für die Kinder, alles. Einfach alles teuer geworden. Ja. Und wäre dann überhaupt so etwas wie Inliner für den Sohn neu möglich? Ja, da gucke ich dann bei mir, dass ich bei mir abzwacke. Bloß, dass die Kinder alles haben. In Halle Neustadt bezieht fast jeder Dritte Bürgergeld. In Halle sind aktuell 9,6% der Menschen ohne Arbeit. Ich will wissen, warum sind es so viele? Ich habe heute einen Termin im Jobcenter und werde mir mal ein Bild verschaffen,
wie die Arbeitslosensituation in Halle-Neustadt ist. Das Jobcenter befindet sich mitten in Neustadt. Ich bin hier verabredet mit dem Geschäftsführer. Hallo, Herr Kaltofen. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Jan Kaltofen, Jobcenter Halle. Seit 2014 ist Jan Kaltofen verantwortlich für die Jobvermittlung in Halle und kennt das Hauptproblem. Darf ich hier sitzen? Ja, wie Sie möchten. Etliche unserer Kundinnen und Kunden sind im sogenannten Langzeitleistungsbezug. Das bedeutet für uns länger als 2 Jahre im Bürgergeld. Und wir haben bei uns auch Menschen in Betreuung, da sind es nicht 2 Jahre, da sind es 5 Jahre, da sind es 7 Jahre, da sind es 10 Jahre. Und für die Menschen ist die persönliche Betreuung besonders wichtig, um sie dann auch wieder in Beschäftigung zu bringen. In den letzten 20 Jahren konnte die Arbeitslosenquote in Halle zwar von über 20% auf rund die Hälfte reduziert werden, aber die Menschen hier in Arbeit zu bringen ist mühsam. Menschen, die viele, viele Jahre schon ohne Beschäftigung sind, da tritt ein, nennen wir es mal, Entwöhnungseffekt ein. Und um diese Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, bedeutet das für uns, wir müssen sie mehr oder weniger an die Hand nehmen. Weil die Ursachen für Beschäftigungslosigkeit, die sind vielschichtig. Das ist wegbrechende Qualifikation, das sind gesundheitliche Einschränkungen, bis hin über die Jahre zu Ängsten, die der Einzelne entwickelt hat. Zum Beispiel Angst vor Behördengängen, Überforderungen im Job oder auch offen über Schulden zu sprechen, berichtet mir Jan Kaltofen. Er zeigt mir die Anmeldung des Jobcenters. 19.000 Menschen betreut die Behörde insgesamt. Was bedeutet für Sie Armut auch? Armut im klassischen Sinne bedeutet für Menschen nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Wohnung, keine Unterkunft. Das ist Armut. Wir definieren in Deutschland den Armutsbegriff anders. Wir definieren den als Relation zum Durchschnittseinkommen. Da spricht man von dem 60-prozentigen Verhältnis zum Durchschnittseinkommen der deutschen Erwerbstätigen. Armut wird durch Grundsicherung verhindert. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft dahinter. Also würden Sie nicht sagen, dass die Menschen hier in Halle-Neustadt arm sind? Die sind nicht per se arm, weil dafür gibt es uns. Das erlebe ich aber auch oft anders. So wie bei meiner nächsten Begegnung. Marcel Becker ist 41 Jahre alt und seit langer Zeit zum ersten Mal wieder im Jobcenter. Sie kommen jetzt hier zum Jobcenter, weil Sie einen Termin haben? Ja, ich will Leistung kriegen und hoffe, dass ich auch welche kriege. Ja. Ja, weil hier ist das nicht so ganz so einfach mit Leistung kriegen. Ja. Ja, und Tagessatz. Warum? Ich bin obdachlos und wohne gerade im O-Haus. Okay. Und versuche gerade mein Glück mal ein bisschen hier wieder sesshaft zu werden. Das heißt, Sie bekommen noch gar kein Bürgergeld? Noch gar nicht. Okay. Ja, und aber das Schöne ist, man hat die Chance, Tagessatz zu kriegen und da bin ich gerade dabei, und damit man davon leben kann. Menschen ohne festen Wohnsitz und ohne Bankkonto haben die Möglichkeit, Bürgergeld auch tageweise ausgezahlt zu bekommen. Es ist halt schwer, der ganze Kampf. Du hast halt viel, musst dich halt viel um alles kümmern, ja. Und Hilfe kriegst du nicht direkt und hängst dann im Nachhinein selber dran. Beispielsweise, ich habe jetzt auf ein Dokument gewartet, 2 Tage lang. Ja, und normalerweise ist es nur ein Fax, aber die brauchen halt ewig. Und dann hängst du halt da und weißt nicht, was du machen sollst, wenn du kein Pfennig Geld hast. Wie viel Geld haben Sie denn im Monat oder am Tag? Gerade gar nichts. Also wirklich gar nichts. Okay. Also man ist immer froh, wenn andere Leute da halt sagen, hier, komm her, wir gehen was zu trinken holen oder halt Pfand sammeln. 3 Euro habe ich jetzt zusammen, aber das habe ich durchs Flaschensammeln. Marcel Becker ist seit 3 Jahren obdachlos, schläft nachts in leerstehenden Hochhäusern. Er fürchtet sich dabei vor kriminellen Ausländern, sagt er. Das ist halt schön, wenn man Freunde und so hat. Gerade hier in Halle ist es sehr gefährlich, weil wir haben hier sehr viele Ausländer und sehr viele Banden, die hier nachts durch die Gegend schleichen. Ja, und da muss man echt aufpassen. Es dauert nicht lange, dann erlebe auch ich hautnah, was er damit meint. Vor einem Fitnessstudio haben sich 3 junge Männer geschlagen. Ich spreche mit einem Augenzeugen. Was war denn hier los? Ich habe mitbekommen, auch gesehen, dass sie sich geschlagen haben. Also einer hat einen einfach ins Gesicht und einen Schlüssel gegeben. Ah, okay. Doch nicht nur das. Bei der Durchsuchung einer Sporttasche stellen die Beamten plötzlich eine Axt sicher. Die Tasche hatte mein Interviewpartner kurz vorher in seinem Auto verstaut. Ich habe das Problem gelöst mit anderen 2 Leuten. Ich habe einen weggenommen, in meinem Auto mit seiner Tasche reingemacht.
Kollegen haben mitbekommen, dass eine Axt in der Tasche ist. Aber warum hat er denn eine Axt dabei? Das weiß ich, das kann ich im nicht Fitnessstudio. Sagen. Er war am Sport und er hat eine Axt dabei. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum es zum Streit kam, erfahre ich nicht. Aber einer der Beteiligten muss danach mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Da merkt man halt, wie blank hier vielleicht manchmal auch die Nerven liegen. Bei mir bleibt zum Glück nur ein mulmiges Gefühl zurück. Tag 4. Leerstand und Verwahrlosung sind groß in Halle-Neustadt. 10% aller Wohnungen stehen leer. Ich laufe durch die Straßen und verschaffe mir einen Überblick. Also das sieht man jetzt hier deutlich öfter. Häuser, die scheinbar unbewohnt sind und wo die Fenster alle kaputt sind, zugenagelt sind. Das ist echt eine Schande. Wohnraum, der nicht genutzt wird. Viele Menschen ziehen aus Neustadt weg. Die Gebäude zu sanieren lohnt sich finanziell oft nicht. Am frühen Abend bemerke ich plötzlich Rauch ein paar Straßen entfernt von meiner Wohnung. Feuerwehr und Polizei sind schon im Einsatz. In einem leerstehenden Gebäude brennt es im Erdgeschoss. Augenzeuge Markus Dunke vermutet Brandstiftung. Das ist aber auch ein Leerstand hier, ne? Das ist komplett leer, deswegen haben die auch, wir haben es ja von da drüben gehört, wie sie angefangen haben zu kloppen, dass sie reinkommen. Mhm. Deswegen fragt man sich auch, wie sind halt die Leute reingekommen, die das Feuer gelegt haben wahrscheinlich, genau. Ne? Markus Dunke lebt seit 40 Jahren in Halle-Neustadt. Auch er fühlt sich hier nicht mehr sicher. Wie ich 20 gewesen bin, war ich noch in Halle, in der Innenstadt, ja. In der Disney gewesen. Bin nach Hause gelaufen, weil ab 2 Uhr ist ja auch keine Bahn mehr gefahren. Ja. Da sind ja auch keine Waffe gemacht. Mittlerweile, also wenn es dunkel wird, gehe ich auch nicht mehr zur Bank und hole mir Geld ab, weil die Sicherheitslage in dem Land ist nicht mehr schön. Ich nehme es mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwie mal weggehe, auch mit der Freundin, nehme ich mir ein Taxi und fahre nach Hause und nehme nicht mehr diesen Fußweg nach Hause, weil es einfach mal zu ungewiss ist. Das will auch ich mir später noch anschauen. Im Gespräch mit der Feuerwehr erfahre ich, dass es hier häufig zu solchen Einsätzen kommt. Ist das so ein Standardeinsatz für Sie auch? Ja. Das passiert häufiger? Nichts Außergewöhnliches, ist ein Standardeinsatz. Ja. Aber drin haben Sie jetzt auch niemanden vorgetroffen? Nein, ne? Aber Eintrupp war drinnen zur Absuche, weil das gehört auch zum Standard dazu. Das Eintrupp zur Brandbekämpfung und einer eventuell zur Absuche, ob Leute drin sind. Das heißt, wie es passiert ist, kann man jetzt auch gar nicht sagen. Ne? Würde auch morgen erst die Polizei ermitteln. Okay. So. Dankeschön. Ja, nach dem Messerangriff bzw. nach dieser Auseinandersetzung gestern Abend, jetzt hier ein Brand in einem leerstehenden Haus. Die Frequenz ist auf jeden Fall hoch. Am Abend will ich noch mit dem Taxi die Stadt erkunden und komme spontan mit Taxifahrer Lutz ins Gespräch. Also ein Freund von mir, der hatte vor kurzem einen Jugendlichen, ihr habt ja drinnen im Netto, der hat eine Oma, es wurde mal nie rausgeflogen, das war 13 Jahre, ja. Man hört ja immer wieder Messerstecherei, ja. Das kommt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Was Lutz mir berichtet, klingt schlimm. Ich verabrede mich mit ihm für die nächsten Tage und so viel sei verraten, es wird spannend. Tag 5 meiner Reporterwoche. Am frühen Abend bin ich mit einem mobilen Sicherheitsdienst in Neustadt unterwegs. Thomas Morgner ist der Einsatzleiter. Er und sein Team bewachen hier Wohnhäuser. Wie viele Objekte sind das und wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Es sind 6 Objekte in Halle-Neustadt. Das läuft so ab, wir bestreifen die Objekte, indem wir die Häuser begehen. Ja, nach möglichen Brandlasten suchen, nach Ruhestörungen, Ausschau halten. Genau. Dann geht's auch schon los. Von 18 bis 6 Uhr am nächsten Morgen dauern die Dienste. Jedes Gebäude wird 2-mal pro Nacht bestreift. Hier könnte es jetzt schon interessant werden. Warum? Na, man sieht ja hier schon die Transporter stehen. Was heißt das hier, die Transporter? Naja, manchmal nichts Gutes. Das werden wir gleich sehen. Oh Gott, okay.
Gehen wir da jetzt sofort gucken? Da gehen wir jetzt sofort gucken. Eine Familie scheint gerade auszuziehen. Mhm. Aus Sicht der Mieter wollen wir denen immer was Böses. Okay. Ist ja so, wir stören die ja bei irgendwas. Und dadurch kann es auch sehr oft schnell gefährlich werden. Ja. Schnell okay, gefährlich. Dann halten wir uns mal ein bisschen zurück. Genau. Abend. Hallo. Sie wohnen hier, ja? Ja. Ach so, ja. Alles gut. Ich wohne hier. Ja, alles gut. Hier, die meins. Ihr macht nur alles leer? Ja, ich habe ein Papier, alles. Okay. Ich habe einen Vertrag, alles. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Nee, kein Problem. Also die haben jetzt die Auflage bekommen vom Vermieter, hier alles leer zu machen, okay. Die Keller. Die Polizei hat hier schon in einem 6-Stunden-Einsatz alle Fahrräder geprüft, ob sie geklaut waren oder nicht. Und jetzt machen sie alles leer. Also das ist das, was sie machen sollen. Im nächsten Haus ist der Keller seit Wochen ein Problem. So, dann gucken wir hier einfach mal in den Kellerbereich. Der ist hier sehr berüchtigt, aber hier sieht es mittlerweile gut aus. Naja, oder auch nicht. Also es sieht so aus, als hat sich da auch irgendwer, ja, weiß ich nicht, Zutritt verschafft, ne? Also auf das Kellerabteil. Genau, um mal zu schauen, was es hier zu holen gibt. Da wollen Sie jetzt nicht reingehen, ne? Muss ich nicht, nein. Weil? Naja, Fäkalien. Echt? Ja. Nicht nur, dass es hier stinkt, Müll und Hausrat sind Gefahrstoffe und können leicht zur Brandgefahr werden. Der Sicherheitsdienst muss das melden. Wie jetzt zum Beispiel hier. Mhm. Linke Seite sehen wir jetzt den Sperrmüll. Den müssen wir jetzt mal aufnehmen. Das müssen wir melden, weil auch das ist ja eine Brandlast. Genau, wir machen jetzt hier einfach von einem Foto, schreiben dazu ein Ereignisprotokoll im Anschluss, ja, und melden das dann an den Vermieter. Und morgen wird es der Hausmeister dann entsorgen. In dieser Straße liegt an fast jeder Ecke Müll. Die Anwohner kümmert das anscheinend nicht. Sie lernen eher, die Regeln zu umgehen, wie ich feststelle. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Grill. Was, hier ist das Grillen zum Beispiel untersagt. Mhm. Ja, hier ist der festgekettete Grill. Man weiß halt, warum der festgekettet ist. Wir haben die immer entsorgt. Mittlerweile. Ach ja, da unten, stimmt. Genau. Wird er halt nicht mehr entsorgt durch uns, weil es nicht geht. Ja, was macht ihr denn da jetzt? Weil, wenn der angekettet ist. Nichts. Wir können nichts machen. Also, den jetzt abzumachen und zu entsorgen, wäre ja dann schon irgendwo Sachbeschädigung, Diebstahl. Mhm. Ja, genau. Dem Sicherheitsdienst bleibt oft nur eins übrig: Protokollieren und den Vermieter informieren. Weiter geht es zum nächsten Objekt: Ein Plattenbau im Süden von Halle-Neustadt. Auch in diesem Bereich kann es häufig gefährlich werden. Wie sieht jetzt hier euer Job aus? Also wir fahren jetzt hier nach oben, gucken dann in die einzelnen Fahrstuhletagen, 3 Stück gibt's, gucken wieder nach Brandlasten. Hier haben wir auch einen Mieter, nach dem wir mal speziell gucken werden, ob bei dem alles in Ordnung ist. Der hat vor kurzem eine eingetretene Wohnungstür gehabt, zapft immer mal Strom gerne ab. Okay. Ja. Bei anderen Mietern, oder? Vom Haus sozusagen, also vom Hausstrom. Ah, okay. Ja. Es geht rauf in die 7. Etage. Türen öffnen. Klemmt wieder dran. Er lernt's nicht. Also er hat wieder Strom angeklemmt. Ja. Mal bitte mit dem Rücken ein bisschen von der Tür weg. Ja. Man weiß ja nie, was passiert. Okay. Könnte jetzt auch aufgehen. Mhm. Das ist nur als Tipp mal so. Okay, danke. Ich werde jetzt auch die Polizei dazu rufen. Ja. Das müssen wir anzeigen, weil es ist natürlich wieder ein Eingriff ins Stromnetz. Das kann hier so schnell brennen. Und dann sind ja einige Mieter betroffen. Ja. Das ist so. Kollege Patrick Suchanke fällt dann auch noch Blut an der Wohnungstür auf. Müssen auf jeden Fall unten warten. Rückfrage bei den Kollegen. War das Blut bei der Tür gestern schon? Nee. Nee? Okay, alles klar. Nein. Okay, danke. Ich ahne, dieser Einsatz wird brisant. Stromdiebstahl? Ja. Ist schon bekannt eigentlich, aber das Kabel wurde gekürzt vom Hausmeister Elektriker. Ja. Und daher, ja. Hat es wieder dran geklemmt. Vergehen wie diese scheinen hier im Brennpunkt kein Einzelfall zu sein. Haben Sie das häufiger, solche Einsätze auch? Oder mit Diebstahl von elektrischer Energie? Ja, also ich glaube, in letzter Zeit hat es sich wieder gehäuft. Ich denke mal durch die Anhebung von
von Strompreisen, alles sowas. Ja. Ist dann auch wahrscheinlich so ein Armutsproblem dann, oder? Vermutlich, also wir sind ja gerade auch in einem Brennpunktviertel, wo das Bruttosozialprodukt nicht so hoch ist. Ja. Ja. Die Polizei versucht es nun beim kriminellen Mieter. Die Klingel funktioniert, Strom hat er auf jeden Fall. Wie er drauf ist, er saß halt auch längere Zeit im Knast, ja, aber warum? Also der soll nicht ohne sein, sagen wir es mal so. Das könnte ich ja fragen. Der Mieter macht nicht auf. Jetzt rückt auch die Feuerwehr an und muss die Tür öffnen. Wegen des Blutes an der Tür könnte Gefahr im Verzug sein. Es dauert schon ein bisschen, bis wir die Tür aufkriegen hier, aber ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passiert. Ehrlich? Der Mieter scheint nicht zu Hause zu sein. Licht hat er aber in der gesamten Wohnung angelassen. Er muss den Strom ja schließlich auch nicht bezahlen. Solche Einsätze hat auch der Sicherheitsdienst nicht jeden Tag. Das verstehe ich. Keiner drin. Super. Also was ist jetzt hier die Lage? Nichts. Ist keiner da. Okay. Also zumindest schon mal nichts. Keine böse Überraschung. Genau. Wohnung ist leer. Das ist ja auch mal was. Ja. Während die Feuerwehr die Tür wieder einsetzt, bekommt Thomas Morgner einen neuen Schlüssel für den Mieter ausgehändigt. Wir machen einen Zettel mit Telefonnummer, damit er nicht extra bis Trotha fahren muss. Ja. Was ist jetzt, wenn der Mieter morgen wiederkommt, der weitermacht wie bisher? Wie geht's dann weiter? Der gleiche Vorgang wie jetzt. Okay. Immer wieder das Gleiche. Wir können es ja nicht stehen lassen, wir können es nicht schleifen lassen. Dass wir jetzt morgen sagen, gut, da gucken wir morgen nochmal. Wir müssen trotzdem morgen nochmal anrufen, wenn es sein sollte. Also theoretisch morgen vielleicht wieder dieselbe Geschichte. Vielleicht wieder das Gleiche. Dann wünsche ich euch eine ruhige Nacht vor allen Dingen. Vielen Dank. Dass es dabei vielleicht erstmal bleibt. Ciao. Danke. Tschüssi. Jo. Ciao, danke. Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg in die Innenstadt von Halle. Immer wieder höre ich, dass die Kriminalität auch hier groß ist. Berüchtigt ist auch der Riebeckplatz. Was ist hier passiert? Was ging hier ab? Ja, Ausländer haben sich bepöbelt, sich gegenseitig dumm angemacht. Das sah nach einer Auseinandersetzung aus und mein Kollege wollte bestimmt halt einfach nur die ganze Sache schlichten. Und natürlich kam er dann bestimmt mehr in den Vordergrund und wurde dann halt auch angegriffen. Ja. Mehrere Männer haben sich hier blutig geschlagen. Na, also ich habe halt am Anfang habe ich irgendwas Arabisches rufen hören, ne? Dann haben die Glasscherben gesplittert und dann ist der Mann, der groß verletzt war im Gesicht, nach vorne gelaufen, sind ihnen ein paar hinterhergelaufen mäßig. Ich weiß, Ich kann es jetzt nicht mehr wissen, wer. Ne? Dann hat der Mann, der mit der Platzwunde im Gesicht, der Klein, ist dann hat sich immer weiter distanziert, wollte halt sich der Situation entziehen, ne? Und dann kam er halt hier vorne längs und da war so ein kleiner Mann, ich schätze mal 18 Jahre alt oder sowas, ne? Ist dann hier vorne um die Ecke gekommen und hat ihn dann noch mit Glasscherben ins Gesicht geworfen. Also so eine richtige Gasflasche. Ne? Eines der Opfer hat jetzt eine tiefe Schnittwunde im Gesicht. Und wie viele waren das insgesamt? Beim Gerangel hinten waren das insgesamt jetzt 8 Leute. Beteiligt daran waren insgesamt 3. Die anderen 5 haben versucht, sie auseinanderzuziehen. Mir scheint, wenn man sich hier mit den Falschen anlegt, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. War das Flasche wirklich oder was war das? Eine Flasche, ja. Okay. Die haben sich gegenseitig mit der Flasche beworfen. Aber was der Grund war? Die kennen sich nicht. Ach so. Also irgendwie. Ja, komisch. Einer ist besoffen und die haben zu zweit den festgehalten und dann. Okay. Ja. Naja, gut. Danke. Ja. Ich erfahre, hier spielen vor allem Raub- und Drogendelikte eine große Rolle. Passiert sowas öfter hier in der Innenstadt auch? Gerade hier am Brennpunkt, ja. Ist das hier so ein Brennpunkt? Das ist der Brennpunkt hier, ja. Das war schon klar. Warum ist das hier? Ja, weil hier alles sich versammelt. Von Geschäftsleuten bis hin zu Dealern, bis hin zu Junks, alles. Okay.
Kriminalität gibt es also nicht nur im Stadtteil Neustadt. Am Abend bin ich dann mit Taxifahrer Lutz verabredet. Er will mich eine Runde mitnehmen und mir Neustadt zeigen. Na los, dann lass uns mal starten. Okay. Lutz behält seinen Nachnamen vor der Kamera lieber für sich. Er lebt seit seiner Geburt in Halle-Neustadt, mittlerweile fast 60 Jahre und hat hier schon vieles erlebt. Was beobachtest du so, wer die kriminellen Gruppen sind, sag ich jetzt einfach mal so? Man sieht das schon, wie die rumlaufen und gucken, die beobachten alles. Vor kurzem hat der Taxifahrer eine Waffe am Kopf gehabt, das hat mir auch vorgestern einer erzählt. Und dann hat ein Schwarzer, hat ein Taxifahrer eigentlich geschlafen. Lutz sagt, dass es vor allem kriminelle Jugendbanden sind, die nachts die Straßen in Neustadt füllen. Das ist die Richard-Pauli-Straße, ist am Tag sehr viel los. Richard-Pauli-Straße ist auch so eine Problemecke hier? Hier gucken wir den Parkplatz an, wir fahren doch mal drauf, ja. Müssen wir aber aufpassen ein bisschen. Ich denke nicht, dass sie das leiden können. Auf einem Parkplatz hat sich eine Gruppe Jugendlicher versammelt. Als wir vorbeifahren, eskaliert die Situation sofort. Komm her, komm hier. Entspanne dich, es ist alles in Ordnung. Mach die Kamera auf. Ja, halt doch. Mach die Kamera auf. Ja, wir wollen keinen Streit. Es wird nicht aussteigen, Mann. Warum soll ich hier mit euch streiten? Es will niemand mit euch streiten. Das wisst ihr selber. Alles in Ordnung, glaub es mir, alles in Ordnung. Niemand will was Böses. Das ist nicht einfach, ne? Die jungen Männer wollen nicht gefilmt werden. Lutz entschärft die Situation zum Glück schnell. Aber es ist sofort so eine aggressive Stimmung. Ja, also die ist da. Die wollen das. Das war Neustadt kurz, ja? Mhm. Mehr brauche ich euch nicht zu zeigen. Die Situation gibt mir kein gutes Gefühl. Am späten Abend in meiner Wohnung höre ich dann eine Schlägerei direkt vor meiner Tür. Was genau passiert ist, kann ich nicht sehen, aber die Polizei ist schnell da. Ja, also ich höre es hier jetzt auch wieder im Hintergrund. Martinshorn, Blaulicht, man hört es, man sieht es den ganzen Tag. Und das gibt einem schon, gibt mir ein mulmiges Gefühl. Und dann ja noch mit den ganzen Situationen, also im Taxi auch noch, da ja irgendwie so bedrängt zu werden von so einer Gruppe, das macht nicht unbedingt Spaß hier, ja. Aber es ist so. Warum ist Halle-Neustadt zu einem der Brennpunkte in Deutschland geworden? Das will ich von Sozialwissenschaftler Hans Goldenbaum wissen. Der 40-Jährige lebt seit 20 Jahren in Halle und beschäftigt sich seit 8 Jahren mit Gewaltprävention und Jugendarbeit. Die Besonderheit an Halle-Neustadt ist letztlich, dass es ein sehr segregierter Raum ist. Das sagt man in Sozialwissenschaften, umgangssprachlich vielleicht Ghettoisierung ist bekannter. Viele demografische und soziale Unterschiede auf engstem Raum. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund beträgt 36,9%. Hier in Halle-Neustadt beispielsweise lebt jedes zweite Kind in Armut. Der größte Anteil von Menschen im Leistungsbezug, ja, die Bürgergeld beziehen, Sozialhilfe, ähnliches. Höchster Anteil an Menschen, die im Niedriglohnsektor tätig sind, wenn sie werktätig sind. Wir haben ganz stark einen Ausländeranteil hier. Das heißt, der Ausländeranteil Halle-Neustadt, wenn wir mal zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen angucken, unter Minderjährigen ist 40%. Hans Goldenbaum zeigt mir einen Hotspot im Brennpunkt Halle-Neustadt. Wo sind wir jetzt hier? In welchem Bereich von Neustadt? Und warum ist das hier so gefährlich? Ja, das ist hier die südliche Neustadt, sagt man. Das ist nochmal der Teil von Neustadt, wo wir die sozialen Probleme, sag ich mal, geballt haben, ja? Was Thema Armut etc. angeht. Und wir haben ja auch verschiedene attraktive Trefforte, wo die Leute rumhängen. Ja, da haben wir Trinkergruppen, da haben wir Jugendgruppen, die sich hier aufhalten. Und da kommt es dann natürlich immer mal zu Reibereien oder dass es mal kracht. In den 8 Jahren, die Sie das jetzt schon machen, den Job, hat sich da was zum Besseren geändert? Nicht wirklich, würde ich sagen. Ja. Wie ist das für Sie? Frustrierend, ja, weil man hat halt regelmäßig, spricht man drüber, hat regelmäßig Kontakt auch gerade auf der politischen Entscheidungsebene, bespricht halt die strukturellen Themen, ja, das sind Armut, Bildungssystem vor allen Dingen, und es tut sich nichts, das ist halt schon sehr frustrierend. Laut Hans Goldenbaum liegt das Hauptproblem in den Schulen. Es fehlt laut dem Sozialwissenschaftler an Lehrkräften und Lernangeboten. Gleichzeitig gehen auf die Schulen aber eigentlich fast ausschließlich Kinder,
die irgendeinen erhöhten Bedarf haben, ja, die entweder kein Deutsch sprechen oder die aus Familien kommen, die einen ganz niedrigen Bildungsabschluss haben, die aus Familien kommen, wo es Probleme gibt, wo es zu Hause kracht, wo die Eltern vielleicht Depressivität haben, langzeitarbeitslos sind. Das heißt, es sind Schüler, die bräuchten eigentlich ein Mehr an Unterstützung und das findet nicht statt. Ja? Und darum haben wir hier Schulen, an denen häufiger es Bildungsabbrüche gibt, häufiger es zu Schulversagen kommt, häufiger es zu Schwänzen kommt, mit den entsprechenden Folgeproblemen. Nämlich wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt und damit ein Abrutschen in Armut und Kriminalität. Ein Teufelskreis. Eine Initiative, die das verhindern soll, ist dieser Jugendtreff. Unser Hayat, das heißt übersetzt unser Leben. Hallo. Frederik Franzen von StadtTV, hallo. Ich bin Mortis. Mortis. Ja. Darf ich du sagen? Ja, okay. Sehr gut, danke schön. Mortis Tamimi ist Sozialbetreuer und einer der Organisatoren hier. Die Idee ist, dass mit dem Jugendlichen, weil sie haben zu viel Energie und dann ist es wichtig, für ihnen nicht zum Beispiel irgendwo mit anderer schlechter Gruppe oder so gehen oder die Zeit verbringen und dann einfach hier zu kommen, diese Energie hier zu verbringen und dann wir auch, bieten auch Fortbildung an, für ihnen auch und ich finde es so wichtig, dass hier zu kommen, nicht irgendwo anders, wo vielleicht, dass sie haben einen schlechten Einfluss von anderen Leuten, von anderer Gruppe. Weg von der Straße, rein in den Clubraum. Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren bekommen hier Freizeitangebote, aber auch Nachhilfe oder Beratungstermine für Schule oder Ausbildung. Esther Wiedmann ist erst seit 4 Monaten als Betreuerin dabei, hat aber schnell erfahren, wie vielseitig die Probleme in Halle-Neustadt sind. Jeder Jugendliche, jede Jugendliche struggelt irgendwie und hat Probleme zu Hause, im Haushalt, in der Familie oder eben in der Schule. Es sind ganz verschiedene facettenreiche Dinge bis hin zu irgendwelchen nicht schönen, unangenehmen, sexistischen, rassistischen, sonstigen Erfahrungen, die teilweise, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, eben auch angesprochen werden. Der junge Mann im weißen Shirt ist Shaib Waizi. Der 19-Jährige ist in Halle geboren. Seine Eltern kommen aus dem Irak. Er lebt gerne in Neustadt und wünscht sich, dass die Menschen miteinander statt übereinander reden. Viele urteilen halt zum Beispiel, dass der eine sich jetzt daneben benimmt, aber die urteilen und handeln aber nicht. Wenn ich jetzt sehen würde, dass jemand was Falsches macht, dann spreche ich auch ihn darauf an, sage, hey, das geht vielleicht so in der Situation nicht, mach es vielleicht in diesem und diesem anders. Aber die meisten urteilen halt einfach nur und machen daraus nichts aus der Situation. Der Jugendtreff ist für mich ein schönes Beispiel, dass viele Menschen hier etwas zum Besseren verändern wollen. Sieben Tage in Halle Neustadt. Ich habe viel Armut und Kriminalität erlebt. Mach die Kamera auf! Ja, halt drauf. Mach die Kamera auf! Ja! Aber warum hat er denn eine Axt dabei? Das weiß ich, das kann ich im Fitnessstudio. Nicht sagen. Meine Reporterwoche geht zu Ende und ich verlasse Halle Neustadt mit gemischten Gefühlen.